Life's like a jump rope. Up, down, up, down. Okay, ich werde euch hier verschonen mit meinen Singkünsten. Aber vielleicht kennst du ja dieses Lied. Und was es damit genau auf sich hat und ob das Leben wirklich so ein Springseil ist mit up, down, up, down. Und wie du clever damit umgehst und das clever einfädelst. Darum geht's gleich. Vom Stresspreneur zum Chillpreneur. Lerne entspannt erfolgreich zu sein. Weil Stress kein Statussymbol und Burnout kein Standard sein darf. Vor kurzem habe ich nämlich meinen ersten englischen Stressworkshop gemacht. Und da ging es natürlich auch um die Phasen, die der Stress mit sich bringt. Also, wie läuft das Ganze ab? Und ich habe den Teilnehmern erklärt, wie das früher war. Ne? Damals in der Steinzeit war es ja total verrückt. Wir saßen vor unserer Höhle am Lagerfeuer und ja, wir hatten jeden Tag ein bisschen was zu tun und dann mal wieder nichts zu tun und dann ging es Beeren sammeln und was jagen und dann wieder Pause machen. Also es war ein Auf und ein Ab. Und ein Auf und ein Ab. Wir saßen entspannt am Lagerfeuer, das war ein Ab, was Stress angeht. Dann kam ein Angriff. Das war natürlich ein Auf. Danach wurde wieder entspannt am Lagerfeuer oder in der Höhle, das war ein Ab. Und dann stand auf einmal ein Säbelzahntiger da. Das war logischerweise wieder ein Auf, was Stress angeht. Du siehst es. Auf, ab, so wie im Lied Life's Like a Jump Rope. Up, down, up, down. Die Frage ist, wenn der Säbelzahntiger auf einmal vor uns steht, was haben wir damals als Höhlenmenschen gemacht? Wir haben uns genau eine einzige Frage gestellt. Und zwar, Fight or Flight? Also kämpfen oder fliehen? Womit haben wir wohl die besseren Überlebenschancen? Das ist genau der Punkt. Wenn wir, stell dir vor, du sitzt vor deiner Höhle, auf einmal kommt der Säbelzahntiger. Du musst dich entscheiden. Renne ich weg? Kämpfe ich gegen ihn? Was mache ich, um mich zu verteidigen? Du hast ein Werkzeug in der Hand, sei es ein Stein oder eine Axt, und du beschließt, okay, ich kämpfe. Sobald er angreift, kämpfe ich und schlag diesen Tiger in die Luft. In die Luft vielleicht auch, in die Flucht, wollte ich sagen. Stell dir vor, du stehst da mit deiner Axt oder mit einem Stein in der Hand und wartest. Und wartest. Und wartest, bis was passiert. Und wartest. Ganz ehrlich, das ist ganz schön anstrengend. Bevor ich zu dem Vergleich komme, wie das heute der Fall ist, übrigens heute, weil ich heute sage, heute habe ich noch richtig coole Neuigkeiten für dich. Ich freue mich sehr. Nicht nur schön, dass Ostern ist, sondern es gibt ja auch ein kleines Ostergeschenk. Bevor ich dir erzähle, wie es heute ist, möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Will Smith war mal Fallschirmspringen. Und jetzt kommt die super, wirklich lustige Geschichte von ihm. Er erzählt das so fantastisch, weil er sagt, er hat es mit seinem Kumpel ausgemacht und sie waren sich einig, sie sind cool, sie gehen skydiven und morgen ist es soweit. In dem Moment war alles lässig, alles cool. Dann ist er abends ins Hotelzimmer und dachte sich, ah, war das so eine gute Idee? Will ich wirklich Fallschirm springen? Bin ich eigentlich total bescheuert? Hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Warum? Panik ohne Ende. Wirklich Panik, Angst. So, er ist doch nicht blöd, er springt doch nicht aus dem Flugzeug. Es gibt einen Grund, warum die Türen normalerweise zu sind. Warum sollte er sich ins Verderben stürzen? Nächster Morgen. Hundemüde und er überlegt immer noch, wie komme ich aus der Geschichte wieder raus? Wie komme ich raus? Hat Panik, hat Angst, ist unter Stress, hat wirklich Herzrasen und denkt sich, wie kommt er da bloß raus? Naja. Irgendwie will er halt auch kein Weichei sein. Also denkt er sich, na, wenn sein Kumpel nicht absagt, dann sagt er auch nicht ab. Okay, er wird also angezogen, angegurtet und so weiter. Sie steigen in dieses Flugzeug, fliegen los. Und er denkt sich, verdammt, 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 wie komme ich hier raus? Ich will doch da nicht rausspringen. Hey, aber sein Kumpel ist auch da, alles easy. Macht er auch, alles cool. Hey, die Panik steigt in ihm nur so hoch. Er hat schreckliche Angst. Er will das nicht. Wird mit jeder Sekunde wird schlimmer. Irgendwann öffnet sich diese Tür. Es wird richtig schlimm. Und auf einmal springen sie raus
Und es ist einfach wunderschön. Dieser Ausblick, dieses Gefühl, diese Freiheit, es ist traumhaft und er genießt es in vollen Zügen. Überleg dir mal, wo war die Angst in diesem Beispiel oder in dieser Geschichte am größten? Wo hat ihr die Angst am meisten gespürt? Mit jeder Sekunde bis zum Absprung wurde es schlimmer. Also in der Nacht, am Morgen, im Flugzeug, beim Vorbereiten. Da hatte er richtig Angst. Wie groß war da das Risiko? Ziemlich gering. Er war im Bett, er war beim Frühstück, er wurde angezogen dementsprechend. Nicht so schlimm. Wo war die Angst am geringsten? Als er durch die Luft gesegelt ist. Nach dem Moment, wo sie sich aus dem Flugzeug herausgestoßen haben und er da durch die Lüfte segelt, in dem Moment hat er es am meisten genossen. Aber wo war da die größte Gefahr? Genau in dem Moment. Und das ist doch interessant, oder? In den Momenten, wo er große Angst hatte, da gab es keine Gefahr. Aber in dem Moment, wo die Gefahr am allergrößten war, und zwar als er aus dem Flugzeug gesprungen ist, als er durch die Lüfte segelt und da runterspringt, genau da ist die Gefahr riesengroß, aber die Angst klitzeklein. Und ist das nicht einfach interessant, wie so ein Moment uns so lange aufhält, obwohl vorher gar keine Gefahr da ist? Eine Teilnehmerin im Kurs hat dann erzählt, sie hat ihren Mann verloren, er hatte Krebs. Und sie hatte gesagt, sie kennt dieses Gefühl mit der Angst. Auch wenn es eigentlich in dem Moment gar keinen Sinn macht. Aber es ist so anstrengend. Und zwar wurde ihnen gesagt, dass ihr Mann nur noch 1 bis 2 Tage zu leben hat. Sie hat sich darauf eingestellt und hat gewartet. Gewartet, gewartet, gewartet. Sie meinte, und dann waren es 45 lange Tage. Und ich verstehe, was sie meint. Nicht, dass sie immens um ihren Mann getrauert hätte. Aber sie hat gesagt, es ist wie wenn der Säbelzahntiger kurz davor ist, sich anzugreifen. Du stehst mit deiner Axt da, du wartest auf den Angriff, aber es passiert nichts. Du hebst und wartest, du hebst und wartest. Und das ist so anstrengend. Noch ist die Gefahr nicht da, die Angst ist riesengroß. Und es dauert und es dauert und es dauert. Es ist so anstrengend. Und das fand ich sehr interessant, wie sie erzählt hat, dass diese 45 Tage die anstrengendsten Tage in ihrem Leben waren. Und als ihr Mann dann im Ende gestorben ist, meinte sie, das Erste, was sie gespürt hat, war Erleichterung. Nicht, dass er weg ist. Das war unfassbar traurig. Sondern Erleichterung, dass sie diese Axt, diesen Stein runternehmen kann und dass der Säbelzahntiger weg ist. Es war das erste Mal, dass sie wieder geatmet hat, weil sie nicht mehr in der dauerhaften Anspannung war. Und genau darum geht's. Manchmal sind wir wie versteinert. Wir stehen da und warten auf den Angriff. Wir geben unser Bestes und warten und warten und warten. Und nicht nur dann ist es anstrengend, wenn wir kämpfen oder wenn wir flüchten. Sondern auch wenn wir dastehen und immer wieder das Gleiche durchspielen in unserem Kopf. Und genau darum geht's. Und wenn wir verstehen, dass eben nicht nur bei Fight or Flight Anstrengung gebraucht wird, Energie gebraucht wird, sondern auch bei dem dazwischen, dann können wir das aktiv besser lenken. Ich habe es am Anfang gesagt, life's like a jump rope, up and down, up and down. Aber ist das Leben heute noch so ein Hüpfseil? Hoch, runter, hoch, runter? Ganz ehrlich, in meinen Augen ist das Leben heute von vielen Menschen viel eher ein Freefall Tower. Es geht hoch, ganz lang hoch, 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 hoch und irgendwann kommt der Absturz. Ist das etwas, was wir haben wollen? Hoffentlich nicht. Denn Stress ist kein Statussymbol. Schau für dich, dass dein Leben, dass deine Stressphasen wirklich ein Jump Rope sind, ein Hüpfseil, ein Hoch und Runter, Hoch und Runter. Und versuche, dass es kein Hoch, 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 Hoch ist. Weil das macht dich fertig. Und ich weiß, es gibt Ausnahmesituationen, wie zum Beispiel hier, wo die Teilnehmerin ihren Mann verloren hat.
Da können wir wenig machen. Da können wir nicht sagen, och, jetzt heute kann sich mein Stresslevel beruhigen. Hey, nein, da ist alles in dir darauf, ja, gepolt. Da geht es nur um dieses eine Thema, verständlicherweise, um diese eine Situation. Und wenn sowas mal eintritt, dann ist es auch Gold wert, dass du damit umgehen kannst, weil du die Energiereserven hast. Deswegen schau für dich, wie kannst du denn dein Leben, und ich weiß, das ist ein Extrembeispiel, wie kannst du dein Leben zum Hüpfseil werden lassen, ein Hoch und Runter? Schau, dass es kein Hoch, Hoch, Hoch ist, wo du immer mit der Axt parat dastehst und auf Anspannung bist. Kein Perfektionismus im Job, Freizeitstress noch dazu, Dauer online sein, für alle immer alles richten. Was ist deine Me-Time? Was ist bei dir dein Hüpfseil? Wann geht's hoch, wann geht's runter? Wann bist du angespannt, wann bist du entspannt? Wann bist du unter Stress? Wann bist du tiefenentspannt? Wie gesagt, es gibt Sondersituationen, die fordern von uns alles, die nehmen uns wirklich voll in Beschlag und da können wir nicht drum rumkommen. Da kannst du übrigens die Episode 31 hören, was resiliente Menschen anders machen, also solche, die widerstandsfähig für solche schwierigen oder in solchen schwierigen Situationen sind und wie du das auch wirst. Übrigens, ich habe schon gesagt, heute gibt es großartige Neuigkeiten. Es ist nämlich nicht nur Ostermontag, sondern vor allem ist es auch der erste Montag, an dem du meine Stress-Masterclass buchen kannst. Das Wunderschöne ist, du kannst endlich verstehen, was ist Stress? Was ist Stress genau? Warum triggert dich genau XY? Was macht das mit dir? Und warum macht das was mit dir? Wie kannst du das bearbeiten, Glaubenssätze bearbeiten? Langfristig deine Strategie ändern, dass du viel entspannter durchs Leben gehst. Und auch kurzfristig, welche Notfallstrategien gibt es, dass du eben nicht mehr so gestresst durchs Leben gehst? Ich kann dir nur eins empfehlen, hol dir diese Stress-Masterclass, wenn du endlich in deinem Leben entspannt sein möchtest, wenn du dem Stress Lebewohl sagen möchtest. Warum ich so überzeugt davon bin? Ich sag's dir, weil ich mir genau das für mich gewünscht hätte. In diesem Kurs, in dieser Video-Masterclass stecken über 40 Videos mit meinem kompletten Wissen, was ich mir gewünscht hätte, was ich gebraucht hätte an Verständnis, an Wissen. Weil eine Sache habe ich wirklich nie ausstehen können. Wenn jemand anderes zu mir sagt, ja, Patti, chill doch mal und mach das so oder so. Nein, da höre ich auf niemanden, das muss ich so ehrlich zugeben. Es funktioniert bei mir nur dann, wenn ich es selber erkenne und selber verstehe. Und damit du das verstehst, was bei dir los ist, warum dich gewisse Dinge triggern, wie du das änderst und vor allem, wie du mit gutem Gewissen und ohne dass du deine Ziele in irgendeiner Form aufgeben musst, entspannt durchs Leben gehst. Genau dafür ist die Masterclass da. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß. Ich packe dir alle Infos in die Shownotes und ich wünsche dir einfach, hey, ganz ehrlich, viel Spaß auf deinem Weg in ein entspannteres Leben. Ich kann es nicht anders sagen. Ich weiß, wie es ist zu hustlen. Ich weiß, wie es ist, einen Burnout zu haben. Und ich wünsche dir, dass du eben niemals einen Burnout erleben musst. Das war's für heute. Vom Stresspreneur zum Chillpreneur. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mit Tipps, wie du Stress besser verstehst und vor allem, wie du deine Ziele erreichst, ohne dich kaputt zu schuften. Weitere Infos findest du auch auf www.der-chillpreneur.de oder auf Facebook und Instagram @der.chillpreneur.